harte Zeiten gehst und dich fragst, wo Gott ist, denk dran, der Lehrer ist während deiner Prüfung immer leise. Sabr ist, wenn es im Herzen schmerzt, aber du trotzdem weiterkämpfst. Sabr bedeutet nicht, wie lange du es aushältst zu warten, sondern wie du dich verhältst, während du wartest. Wann auch immer dich Kummer, Unruhe oder Probleme aufsuchen, schließ deine Augen und sag dir selbst, auch das wird inshallah vergehen. Sabr ist mehr als Geduld. Sabr ist die Art, wie du bei einer Erschwernis handelst, während du wartest, dass diese vorbeigeht. Sabr ist, wenn du deine Situation akzeptierst. Sabr ist die Stärke deiner Seele. Sabr lehrt dich nicht, zusammenzubrechen, wenn du das Gefühl danach hast. Denn nach jeder grauen Wolke folgt ein Sonnenschein. Und nach jeder schlechten Phase folgt eine gute. Sabr, Sabr, Sabr. Egal was du im Leben auch erreichen willst, mach es mit Sabr. Sabr. Egal welchen Weg du wählst, welchen Weg du gehst, du brauchst